Silvester Neithardt ist Sportlehrer und Personal Trainer. Als ehemaliger Nationaltrainer des Deutschen Skiverbands verfügt er über viel Erfahrung im Training mit Spitzensportlern. Silvester Neithardt, du bist Personal Trainer, Ausbilder für den Functional Movement Screen und darüber erzählst du jetzt doch einiges. In drei Sätzen, was ist das? Der FMS, Functional Movement Screen, wie es der Wort schon sagt, ist nur ein Screen, also kein Test, keine Diagnose, sondern entwickelt von zwei Therapeuten aus Amerika, die sich gedacht haben, Mensch, wie kann ich relativ einfach die Motorik und Asymmetrien, Disbalancen abfragen? Das sind 7 Übungen und 3 Schmerzabfragen und total hilfreich praktisch für den Alltag, einen Menschen hier zu screenen und abzufragen, ja, wo sind seine Stärken und Schwächen. Welche Zielgruppe spricht man damit an? Sowohl den Hochleistungssportler, aber auch natürlich den ganz normalen Menschen. Ja. Das heißt, als Physiotherapeutin kann ich den Screen auch in meinem Praxisalltag benutzen, ja, bei Patienten, die Rückenschmerzen haben. Zum Beispiel. Wie bewertet sich der Screen? Man hat bei 7 Übungen, die beste Punktzahl ist 3, das ist also super, das passt. 2 ist so eine Basic und 1, oha, da sollte man wirklich was tun. Und 0 wäre vom Screen her einfach Schmerz. Und wenn Schmerz auftritt, klar, zum Arzt schicken oder zum Experten, dann bricht man normalerweise das ganze Screen ab. Okay, prima. Dann spann uns nicht auf die Folter. Ja. Zeig uns eine Übung aus dem Screen, bitte. Sehr gerne. Zeige ich den ASLR und bitte die Anne, sich hinzulegen, bitte. In Rückenlage, so dass die Knie bitte schön über dem Brett sind. Mittig ausgerichtet. Super. Die Hände geöffnet und die Unterarme an dem Stöcken, an dem Stab anliegend, beide Beine geschlossen und geflext. Schön angezogen. Jetzt habe ich hier die Gewissheit, okay, sie liegt auf, standardisiert, so soll im Prinzip die Ausgangsposition sein. Dann messe ich ab, praktiziere Hüfte, unterer Ansatz, Knie, gehe genau in die Mitte und setze dort den Stab an und habe jetzt praktisch mit dem Stab den Score, praktisch alles, was drüber über dem Stab ist, wäre 3. Alles, was nur bis zum Stab geht, wäre 2 Punkte. Bitte die Anne praktisch ein Bein gestreckt anzuheben, um abzuprüfen, wie weit kommt sie mit dem gestreckten Bein. Bitte. Das heißt, ich achte darauf, ist das Knie gestreckt, bricht das untere Bein aus, weil man ja oft hier kompensiert und Ausweichbewegungen macht. Und in dem Fall, man sieht schon, okay, sie bleibt eben vor dem Stab hängen. Und in dem Fall wären es jetzt 2 Punkte. Das würdest du jetzt 3-mal hintereinander machen? Ja, ich nehme den besten her. Ich gebe ja schon die Chance, jeweils immer 3 Versuche mit links und mit rechts zu machen. Und dann kristallisieren sich meist Disbalancen raus. Wir haben jetzt nur das linke Bein gemacht, vielleicht noch vorsichtshalber das rechte Bein auch. Bitte auch da gestreckt anheben. Man hat das Gefühl, es ist eine Spur besser, aber trotzdem auch hier leicht ausgewinkelt, ausgedreht. Das Knie hebt sich ab. Das heißt also, wir dürfen hier was machen. Also es ist eine klare 2. Wir lassen sie gleich so liegen, aus der Übung heraus praktisch. Nehmen wir ein Bein auf die Rolle. Sie soll dort jetzt Druck übertragen, damit hier die Muskulatur Spannung aufbauen kann. Gleichzeitig bitte ich sie, so eine Ameisenstraße zu erzeugen. Sie hat eine natürliche super Form. Soll keine Maus durchlaufen, sondern nur eine Ameise. Und bitte dich jetzt praktisch, ein Bein anzuheben, das linke Bein. Das werde ich fixieren. Ich mache es jetzt so mit der Hand. Ja, und das rechte Bein soll Druck auf die Rolle geben, ein paar Sekunden, und dann zum linken Bein mit angehoben werden. Okay, let's go. Welches Bein behandelst du jetzt? Sie ist praktisch hier mit dem linken Bein statisch und mit dem rechten Bein wird gearbeitet. Also wir versuchen hier das rechte Bein zu aktivieren. Und wieder runter, bitte. Versuch deine Ameisenstraße aufrechtzuerhalten. Gut. Und draufdrücken. Fest. Yes. Und anheben. Super. Und Ameisenstraße die ganze Zeit. Und wieder runter. Und wie oft macht sie das? Ja, wir machen das jetzt 3-4 Mal und dann, glaube ich, haben wir schon einen anderen Score. Jetzt schauen wir mal. Hat sich was getan? Also wir setzen wieder das an, prüfen lieber vorsichtshalber natürlich wieder ab, merkt sich den Punkt, Stab wieder ansetzen,
gleiche Ausgangsposition, die Knie sind am Brett, Füße geschlossen. Das linke Bein zuerst mal, fragen wir ab, schauen wir, das war das statische. Ah, hat sich auch was getan. Ja. Trotz statisch. Okay, super, besser. Okay, noch leichter Knick drin, leichtes Ausdrehen. Besser. Andere Seite. Ausgangsposition, rechtes Bein anheben. Und auch besser. Das heißt also, nur durch eine Übung, ein paar Bewegungen, habe ich schon einen deutlich sichtbaren Erfolg. Aber es wäre jetzt noch nicht die Endversion. Also ich würde schon noch ein paar Übungen auspacken, um das zu optimieren. Eine Übung packst du jetzt auch noch aus, beziehungsweise eine Untersuchung, die du uns noch zeigst, aus dem Screen? Ja, gerne. 90 Grad Hüfte, 90 das schön unter der Schulter, ein bisschen zurück und dass der Daumen am Brett anliegt. Super. Du sollst immer Kontakt mit dem Brett haben, das heißt, Füße sind angestellt und beide Knie am Brett. Das heißt, das ist die Ausgangsposition. So habe ich jetzt eine Abfragemöglichkeit, um 3 Punkte zu erreichen mit einem Stabilitätsabfrage. Und bitte die Anne jetzt, das linke Bein und den linken Arm gleichzeitig anzuheben, auszustrecken, wieder über dem Brett den linken Ellenbogen, das linke Knie zu berühren, wieder auszustrecken und wieder in die Ausgangsposition zurückzugehen. Nicht diagonal. Diagonal wären 2 Punkte. Also 3 ist echt eine schwere Anforderung. Schauen wir mal, ob sie es packt. Ja, gib Gas. Schauen wir. Also gleichzeitig praktisch linkes Bein anheben und die linke Hand gleichzeitig strecken. Strecken. Über dem Brett. Okay, sie tut sich schwer. Es ist wirklich eine anspruchsvolle Übung. Nehmen wir nochmal das Brett ein bisschen zurück. Füße berühren, Knie berühren, Daumen ausgestreckt und konzentriere dich nochmal. Linke Seite gleichzeitig anheben, strecken. Okay, also man sieht, sie tut sich echt schwer. Okay. Wir bleiben ja auf der Seite und fragen sie einfach die rechte Seite ab. Probieren wir die rechte Seite. Normal immer 3. Aber man sieht, die Ferse bricht aus, sie shiftet mit der Hüfte. Das heißt, also hier habe ich einige Dinge, die ich erkenne. Probier nochmal rechts. Gibt es dazu jetzt noch eine Corrective Exercise, die du zeigen kannst? Vielleicht, dass wir nochmal zeigen, die diagonale Variante, weil viele können das und kennen diese Übung ja auch aus dem Alltag. Ja, macht diagonal, such dir eine Diagonale aus und streck die. Und unterm Körper Ellenbogen und Knie berühren, strecken und wieder in die Ausgangsposition. Zum Beispiel rechte Hand und linkes Bein, diagonal. Die können die meisten im Schlaf. Du merkst, es ist sehr stabil. Jetzt Ellenbogen und Knie über dem Brett, unter dem Oberkörper berühren, wieder strecken. Das kann sie. Das heißt, und wieder ablegen. Diagonal, das kann sie im Schlaf. Da ist sie gut. Aber einseitig, also hier Gleichseitigkeit, wesentlich hat man gesehen, hat sie viel größere Probleme. Guter Test, gute Abfrage, da würde ich etwas tun, weil das brauche ich als Sportler. Okay, prima. Vielen Dank. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Gerne. Das war sehr aufschlussreich.